Die Adria, Ziel deutscher Sehnsüchte. Wasserlandschaften und Inselzauber. Dauercamper und Partyexzesse. Verblichener Glanz und Zukunftsängste. Frischer Wind und stolze Tradition. Meine Reise begann in Dubrovnik, der Perle der Adria. Wir sind in Rimini aufgebrochen, früher Teutonengrill, heute fest in russischer Hand. Am Ende treffen wir uns in Rovin in Istrien. Mit altem Glanz bezaubert Šibenik im Norden Dalmatiens. Das Prunkstück ist die Kathedrale des heiligen Jakob, Weltkulturerbe stolz des katholischen Kroatien. Wie überall an der Adria haben die Venezianer auch hier ihre Spuren hinterlassen. Die Stadt hat Potenzial, doch die meisten Besucher kommen nur für ein paar Stunden, um die mittelalterlichen Gassen zu durchstreifen. Šibenik ist ein Sehnsuchtsort für Skipper. Wir sind an Bord der Kadena eines Motorseglers. Dragan Grubišić besitzt 3 solcher Boote, die er verschachtet. Wer sich für die Kadena entscheidet, schippert in exklusiver Gesellschaft. Wir hatten das norwegische Königspaar und den kroatischen Präsidenten Josipovic als Gäste an Bord. Und einige andere Prominente auch, die aber nicht genannt werden wollen. Diskretion bieten wir natürlich auch. Für eine Woche auf der Kadena muss man 18.000 Euro berappen, inklusive 4-Mann-Crew. Essen, Trinken, Restaurants, Tauchen, Wasser oder Jetski gehen extra. Für die richtig große Sause kommen schnell 30.000 Euro oder mehr zusammen für eine Woche Urlaub. Höchstens 12 Gäste haben Platz, die Kabinen sind vergleichsweise geräumig auf dem alten Holzkahn. Seine Yachten sind hervorragend gebucht, schwärmt Dragan Grubišić, der seit 11 Jahren im Geschäft ist. Die Kunden kommen aus aller Welt, sogar aus Brasilien oder El Salvador, an die kroatische Adria. Gott hat uns diese Natur geschenkt. Über 1000 Inseln, tausende Buchten. An Bord eines Bootes kannst du jederzeit eine Bucht aussuchen, belebt oder einsam, ganz so wie der Gast es will. Was wir aus Gottes Geschenk machen, liegt an uns. Wer auf solch einem schnittigen Gefährt Gas geben will, muss noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. 21.000 Euro die Woche mit Skipper und Hostess, Sprit und Extras gehen extra. Die Motoren sind durchaus durstig. Über 2.700 Liter Diesel fasst der Tank. Und der Captain ist ein Raser. Na dann, Prost. Hostess Sandra Iwanda ist aus Dalmatien. Ein Leben ohne Adria ist für sie unvorstellbar. Wenn du auf so einer Motorjacht in Richtung der 1244 Inseln unterwegs bist, die Kroatien und seine Küste zu bieten haben, dann ist das schon ein Traumjob. Platz ist nur für 6 Passagiere. Und wer nicht mal ab und zu an Land geht, riskiert einen Lagerkoller. Natürlich weiß die Besatzung, wo die besten Restaurants mit dem frischesten Fisch sind. Der Heißhunger auf die edlen Meerestiere ist so groß, dass er ohne Fischzucht nicht zu stillen wäre. Wildfang wird heutzutage immer seltener. Das Inselreich bei Šibenik ist ein Aquakulturzentrum.
Auf dieser Fischfarm züchten sie jährlich 1500 Tonnen Wolfsbarsche und Doraden in riesigen Käfigen. Maritime Massentierhaltung mit maschineller Fütterung. Lovre Perajc arbeitet für Kromaris, den kroatischen Marktführer. Das Futter für die Doraden und Wolfsbarsche besteht aus drei Teilen. Fischöl, Fischmehl und Getreide, meistens Soja. Trockenfutter, eine Art Fischfrohlik, völlig unbedenklich, wie diese Geste bezeugen soll. An diesem Tag leeren sie einen Käfig. Ein Jahr lang wurden die Doraden darin gemästet. Zweieinhalb Tonnen werden geerntet, das passiert im Nu. Nahrungsmittelindustrie auf dem Wasser. Eis lässt die Tiere schneller sterben und hält sie frisch. Die Farm riecht streng, Umweltschützer kritisieren, Aquakulturen seien eine Umweltbelastung. Hier herrschen starke Strömungen, das heißt Wasser und Luft sind ständig in Bewegung. Die Nebenwirkungen auf die Umwelt sind gleich null. Kurz darauf werden die Goldbrassen in einer hochmodernen Fabrik sortiert und verpackt. Kromaris exportiert 60% der Produktion, 75% strebt man an. Demnächst soll Biozuchtfisch nach Deutschland verkauft werden. Eine Erfolgsgeschichte aus dem ökonomisch schwächelnden Land an der Adria, dessen wichtigster Wirtschaftszweig der Tourismus ist. Und an Schönheiten ist Kroatien wahrlich nicht arm. Die Kornaten zum Beispiel, das größte Archipel der Adria, früher brandgerodet, heute eine faszinierend karge Insellandschaft. Unsere Reise führt uns weiter ins Paradies der Dauercamper. Sonntags ist die Hölle los. Einschreibung für alle Kurse und Angebote. Maike, seit knapp 2 Monaten Animateurin auf dem Campingplatz Kapalonga, ist im Dauerstress. Als Kleinkind kam sie mit ihren Eltern zum ersten Mal auf diesen Platz, ab da jeden Sommer. Nun hat die 20-Jährige Abitur gemacht und jobbt auf Kapalonga gemeinsam mit 20 weiteren camp-eigenen Animateuren. Ja, also ich habe schon damals, als ich hier mal als Gast war, das Camp fand ich immer schon so super. Ich war dann auch im Miniclub gewesen und habe die ganzen Animateure angehimmelt. Ich fand es immer so schön auf der Happy, bei der Happy Disco, das dann alles gesehen und dann wollte ich es einfach auch mal selbst machen und selbst mal dabei sein. Ja, das hat mich dann sehr gereizt. Camping Kapalonga in Bibione ist einer von unzähligen Plätzen in dieser Gegend. Tausende von Parzellen, zweite Heimat für überzeugte Dauercamper, jede Menge schräge Vögel, Freiheitskämpfer und ganz normale Urlauber. Vor allem die Männer haben auf dem Platz unheimlich viel zu tun. Die meisten kommen schon seit Jahrzehnten hierher. Charlie seit 44 Jahren Straße 5, Platz 23. Sein Freund Roland seit 38 Jahren immer eine Parzelle daneben, jeden Sommer ohne Ausnahme. Diesmal bleibt Charlie gleich 5 Monate. Wenn der Platz im April öffnet, baut er seine Welt als erster genau hier an dieser Ecke auf. Halt die Marke her, halt verwenkt. Machen wir mit auch. Frau, Kinder, Enkel, Neffen, Nichten. Mittlerweile sind alle infiziert. Das gibt sie weiter. Da drüben ist der Sohn. Ja, der ist jetzt zu Hause. Und dann sind die Schwiegereltern da vom Sohn. Und so gibt sie das weiter. Und so geht einer
eine Generation nach der anderen kommt. Man muss natürlich sagen, Camping muss einem im Blut liegen. Das ist ganz klar. Ich habe meine Frau kennengelernt durch Camping. Und das dadurch natürlich, wir haben beide die gleichen Interessen und das ist natürlich perfekt. Charlie möchte uns sein Reich zeigen, sein ganzer Stolz. Die Küchenzeile integriert im Vorzelt mit Spüle, fließend Wasser und 4 Plattenherd. Ja. Wie lange brauchen wir, um sich hier aufzubauen? 1,5 bis 2 Tage. Ah. Hier und haben Sie noch ein Zimmer dann? Und mal eigentlich nur der Schlafraum, bitte. Kopf einziehen. Haben Sie alles selber gebaut? Alles selber da. Von rausgebaut und das an. Damit es wie zu Hause ist. Das wie zu Hause ist. Ist ja bestens ausgestattet. Ja, wie zu Hause. Und ein bisschen darüber hinaus. Punkt 13 Uhr. Die Sirene tönt. Alle raus aus dem Pool. Mittagsruhe bis 16 Uhr. Straße 28. Lydia, die gute Seele des Platzes, verteilt Mittagshähnchen vom örtlichen Metzger an die Nachbarn. Hallo. Dankeschön. Bitte schön. Das wünsche ich gut. Das ist ganz lieb. Im Anfang Lydia bleibt ein halbes Jahr auf dem Platz. Sie strickt für alle und hat hier in Straße 28 ihr Glück gefunden. Ich genieße den Zusammenhalt hier. Ich werde akzeptiert, so wie ich bin. Ich kann machen, was ich will. Ich gehe ins Bett und gucke Fernsehen. Ich kann rausgehen, weil wie ich will. Ich gehe zum Wasser. Da ist schön. Ich gehe um die Lagune. Die Gegend ist hier schön. Es ist alles in Ordnung. Der Zusammenhalt. Der Campingplatz ist einfach toll. Salim, Salim, machen wir jetzt wieder? Anziehen? Wenn sie nicht passen, wird doch geändert. Siesta auf Capalonga. Als Dauercamper sind Roland und Charlie bestens bekannt. Und als solche sind sie triumphal in den Olymp der Italiener eingezogen. Sie dürfen mit den strandbesten Turnierspielern Livio und Renato Boccia spielen. Das ist wirklich eine große Ehre, wenn man so als Deutscher da bei den Italienern mitspielen kann. Vor allem bei großen Turnieren und so. Das ist wirklich super. Es ist einer dieser perfekten Sommertage auf Capalonga. Drüben auf der Bühne fluten 20 Animateure den Platz mit allerbester Laune. Maike mittendrin. Schon so ein Stückchen Heimat, so ein bisschen, weil ich komme schon seit 18 Jahren hierher. Und ja, es ist halt auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend und es ist wieder schön herzukommen. Jetzt im Hochsommer begrüßt Capalonga rund 5000 Menschen. Palim Palim. Im Norden Dalmatiens, wo die Berge ins Meer fallen, inmitten des Velebit-Gebirges, liegt der Nationalpark Paklenica mit seinen gefährlich anmutenden, tiefen Schluchten. Eine filmreife Kulisse und ein Paradies für Kletterer. Hier sind Könner am Werk, der Schwierigkeitsgrad ist hoch, die Wand auch 800 Meter. Schwindelfrei sollte man schon sein, fit sowieso. Klettern ist eine Trendsportart. Immer mehr Menschen wollen dem Alltag entfliehen und sich etwas beweisen, über sich hinauswachsen, das Adrenalin spüren. Leute kennenlernen aus anderen Ländern, das mag Ante Tomic am Klettern. Und natürlich den Kampf in der Wand, um den besten Weg, die Herausforderung, die Momente, in denen er eins wird mit dem Gestein und der Natur. Paura, c'è nessuno, c'è va.
Es gibt viele Leute, die uns für Freaks halten. Aber beim Klettern geht es nicht darum, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Eigentlich ist es ein sicherer Sport. Klar, man kann auch mal einen Fehler machen, aber ein gewisses Risiko gehört halt dazu. Ante Tomic klettert gesichert mit Partner immer. Jene, die allein und ungesichert in den Wänden unterwegs sind, haben zwar den größeren Kick, sagt er, aber auch das kürzere Leben. Ante Tomic lebt vom Klettern, er arbeitet als Lehrer und Führer und kommt einigermaßen über die Runden. Ich glaube, der EU-Beitritt Kroatiens wird Paklenica definitiv zu einer Top-Adresse für Kletterer machen. Aber der Park muss daran arbeiten, sein Angebot zu verbessern, weil dann mehr Menschen kommen werden. Doch das bedeutet auch mehr Routen und weniger unberührte Natur. Am Eingang des Parks ist Stari Grad, ein Ort, der nicht wirklich betört. Trotzdem ist das hier ein Ziel deutscher Sehnsüchte. Die Musik und ein rostiger Kran verraten, dass hier früher Filmgeschichte geschrieben wurde. Milan Čavić war dabei damals und Slovimir Čubelić pflegt und verwaltet das große Erbe heute. Willkommen im Winnetou-Museum. Eine Schatzgrube mit kostbaren Fotos von Helden, Plakaten und sonstigen Reliquien von Filmen, die in Kroatien kaum einer kennt. Früher war hier ein Hotel, in dieser kargen Behausung nächtigten Pierre Brice und sein Zelluloid-Blutsbruder Lex Barker. Milan Čavić hat die Helden in Action-Szenen gedoubelt. Einmal in der Schlucht von Paklenica wurde es richtig gefährlich bei einer Reitszene. Die Pferde gerieten in Panik. Ich kann es einfach nicht vergessen. Eines meiner Beine war nicht mehr im Steigbügel. Ich klammerte mich um den Hals meines Pferdes und baumelte über einer 30 Meter tiefen Schlucht. Ich dachte, ich sterbe. Als im damaligen Jugoslawien die Karl-May-Filme gedreht wurden, die Westdeutschland in den 60er Jahren begeisterten, hatte Slovimir Čubelić das Erdenlicht noch nicht erblickt. Trotzdem weiß er alles über Nchochi und Apanachi, die Shoshonen, Sam Hawkins und Old Wobble. Er ist ein wandelndes Winnetou-Filmlexikon. Kenntnisreich führt er uns durch dieses, naja, Indianergebiet. Hier wurde das Pueblo aufgebaut, in dem Winnetou der Legende nach geboren wurde. Szenen aus Winnetou 1, Old Shatterhand, Winnetou 3 und Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten wurden hier gedreht. Begeistert zeigt er uns auch Tulo Vegrede, 1300 Meter über der Adria gelegen. Als Produzent Horst Wendland diesen Ort erstmals sah, war er hingerissen von seiner Schönheit. Hier wurde oft gefilmt, auch die berühmte Szene, in der Winnetou stirbt. So hatte es sein Erfinder verfügt, Genie und Hochstapler Karl May, der seine Kopfgeburten als Reiseberichte tarnte und so falsche Fährten legte. Karl May, der Zeit seines Lebens kein Apachenland betrat. Wie auch immer, Slovimir Čubelić sorgt dafür, dass Winnetou lebt, dass er unsterblich bleibt, mit seinem Winnetou-Museum in Stari Grad. Wir reisen weiter in die Kaffeehauptstadt an der Adria. Feuer für eine italienische Weltanschauung. In der Traditionsrösterei wird gleich eine Wolke aus perfektem Genuss schweben. Jetzt. Patron Alessandro entstammt der berühmten Kaffeedynastie Hausbrand und beobachtet und tätschelt seine Premium-Bohnen mit aller Sorgfalt. Schließlich geht es hier um ein Kunstwerk. Für den Italiener ist Espresso täglicher Luxus, eine sinnliche Erfahrung, pure Lust. H.
Hausbrand ist ein klangvoller Name hier, denn Alessandros Urgroßvater gilt als der Erfinder des Espresso. Im 19. Jahrhundert entdeckt er auf Reisen den Kaffeebaum und verändert das Leben seiner Familie auf Generationen. Triest wird zur stolzen Kaffeehauptstadt Italiens und bleibt es bis heute. Nirgendwo wird so viel Kaffee getrunken wie in Triest, erzählt uns der deutsche Schriftsteller Veit Heinichen. Er hat sich vor über 20 Jahren spontan in diese östlichste Stadt Italiens verliebt und blieb. Er ist fasziniert von diesem so weltvergessenen Ort, der schon immer Schnittpunkt zwischen Ost und West war, zwischen der mediterranen Welt und der Welt des Nordens. Triest, das ist also eine Stadt, in der sich europäische Geschichte sehr deutlich eingeprägt hat. Im Guten wie im Schlechten. Hier ist also Europa zu Hause. Doch ihre Kultur ist weder italienisch noch österreichisch noch slawisch, sondern provinziell und eigentümlich kosmopolitisch zugleich. Über 500 Jahre wurde Triest von den Habsburgern regiert. Überall in der Stadt bäumen sich Spuren auf, die an die Zeit der KUK-Monarchie und an das Wien der Habsburger erinnern. Nostalgisch verklärt, wie die Schlösser, die sich österreichische Regenten mit allem Pomp vor die Tore der Stadt an die Adria bauen ließen. Auch Sissi schaut heute noch versonnen auf eine lange Geschichte zurück, die mit dem Ersten Weltkrieg blutig endet. Redi Puglia, das größte Kriegerdenkmal Italiens. 100.000 Soldaten liegen hier begraben. Die Schlacht damals ist qualvoll und brutal. Am Ende wird Österreich von der Adria abgeschnitten. Triest gehört wieder zu Italien. Soweit die Geschichte. Heute nun bläst frischer Wind durch Triest, seit sich die Grenzen Richtung Osten öffnen. Triest atmet auf. Triest hat ganz dringend Sauerstoff nötig. Was dann durch die Osterweiterung der Europäischen Union passiert ist, weil die Grenzen hinterm Haus gefallen sind und natürlich auch dringend das 30 Kilometer entfernte Kroatien jetzt. Das heißt aber, Triest muss auch Gewohnheiten ändern. Veit Heinichen selbst erlebt im Kleinen, was sich im Großen erst noch bewähren muss. Gewohnheiten ändern, endlich in alle Himmelsrichtungen blicken. Damals wie heute ist es der zollfreie Hafen, dieser gigantische Umschlagplatz, der Triest internationale Kraft verleiht und Händler, Unternehmer und Abenteurer aus aller Herren Länder in die Stadt lockt. In Halle 6 lagern 30.000 Tonnen Kaffeebohnen aus aller Welt. Hier besprechen Alessandro Hausbrand und sein Importeur Valentino den Markt und die Lage im Land. Hausbrand verdankt seinen Erfolg ausschließlich dem Export. Nur deshalb hat er überlebt in einem Land, das taumelt. Die momentane Situation in Italien ist ein absolutes Desaster, weil die Politik komplett versagt. Die Unternehmen, die exportieren, schaffen es, sich zu retten. Die Unternehmen, die auf den italienischen Markt angewiesen sind, erleben gerade eine schreckliche Zeit. Dauerkrise, Sparzwänge, die Kaufkraft schwindet, das ist Alltag in Italien. In den Kaffeehäusern der Stadt holen sie Luft und atmen durch. Sie nippen an ihrem Nero, wie er hier heißt, und sie schauen dabei auf eine Stadt im Wandel. Was für ein spannender Weg, der Triest nun bevorsteht. Keine kroatische Insel ist größer und keine ist bei den Deutschen beliebter als Krk in der Kvarner-Bucht
im Norden Kroatiens. Das Eiland ist nur 6 Autostunden von München entfernt, also gut erreichbar, auch für ein verlängertes Wochenende. Seit 1980 verbindet diese Brücke Krk mit dem Festland. Das spart Zeit und Geld und macht die Insel für Urlauber attraktiv. Die Barthelo verlässt den Hafen von Krkstadt, zweifelsohne der schönste Ort auf der Insel. Adriano Baetz ist Deutscher, er stammt aus Wiesbaden. Baetz betreibt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner eine Tauchschule. Seit 1999 lebt er auf Krk. Ich habe viele Länder auf der Welt gesehen, ich habe in vielen Ländern gearbeitet. Aber von der Landschaft her, von dem, was Kroatien bietet, das war eigentlich oder ist eines der schönsten Länder. Man hat Meer, man hat Berge, man hat sehr viel Natur. Fast alle Kunden, die mit Adriano Baetz tauchen gehen, kommen aus Deutschland oder Österreich. Auch heute sind viele Stammgäste dabei. Es geht in eine Bucht vor der Insel Plavnik. Die Adria vor Kroatien ist für das Mittelmeer ein attraktives Tauchrevier. Natürlich findet man hier nicht den Fischreichtum wie im Indischen Ozean oder im Roten Meer, aber diese Unterwasserlandschaft weiß trotzdem zu bezirzen. Und auch oberhalb des Wassers hat die Natur einiges zu bieten. Gänsegeier leben hier, eine vom Aussterben bedrohte Art, die unter Naturschutz steht und in den Küstenfelsen nistet. Mit der Tauchschule hat Adriano Baetz sich einen Lebenstraum erfüllt und sein Hobby zum Beruf gemacht. Doch Kroatien ist nicht gerade investorenfreundlich und die Bürokratie oft genug ein Albtraum. Es ist teilweise sehr nervenaufreibend, es ist sehr anstrengend. Teilweise ist man sehr damit beschäftigt, sich nur um Papiere, um Bürokratie zu kümmern, anstatt seinen eigentlichen Job zu machen, sich um die Tauchgäste zu kümmern. Trotzdem, Baetz will bleiben. Krk ist ihm mittlerweile ans Herz gewachsen. Während das Geschäft mit den Touristen in Kroatien gedeiht und durchaus noch ausbaufähig ist, drücken einige Kilometer weiter auf dem Festland die Probleme. Rijeka, drittgrößte Stadt und wichtigster Hafen Kroatiens. Früher ein bedeutsamer Zugang der Habsburger zum Meer. Die Spuren der Doppelmonarchie prägen das Stadtbild. Die Werft 3. Mai, einst der Stolz der Stadt, als hier noch Schiffe aus und für Jugoslawien gebaut wurden, heute ein Problemfall. 12.000 haben hier malocht, 20 Jahre ist das her, jetzt sind noch 1.700 übrig geblieben. Vor kurzem wurde die Werft privatisiert, der kroatische Schiffbauer Uljanik hat den Riesen vom Staat übernommen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Werften in Kroatien dazu dienten, öffentliches Geld in private Hände umzuschichten. Korruption im großen Stile, damals in den 90er Jahren nach dem Zerfall des Vielvölkerstaates. Fast 4 Milliarden Euro Steuergelder wurden in die maroden Betriebe gesteckt pro Jahr und trotzdem ist die Lage heute düster. Hirvoje Gligora ist Personalchef der Werft. Zur Korruption will er nichts sagen, zu den Versäumnissen der Vergangenheit schon. Dafür sind der Staat und die zuständigen Ministerien verantwortlich. Die sollte man fragen, warum sie so lange nichts getan und die Probleme verschleppt haben, statt sie endlich zu lösen. Noch arbeiten sie an einem Schiff, das bald fertig sein wird. Doch ein Nachfolgeauftrag ist bislang nicht in Sicht. Die Belegschaft ist zutiefst verunsichert, erzählt Ferdi Begovic. Sie werden unsere Arbeitsplätze abbauen, wenn nicht schnell Aufträge reinkommen. Früher haben wir hier an 3 Schiffen gleichzeitig gearbeitet. Bald ist keins mehr da. Mal sehen, wie es weitergeht. In der globalisierten Welt kommen auch die günstigen Schiffe längst aus Asien. Europäische Werften können nur überleben, wenn sie sich spezialisieren. Doch davon ist die Werft 3. Mai weit entfernt. Sie ist leckgeschlagen schon lange und droht endgültig unterzugehen, so wie die kroatische Industrie.
Unsere Reise führt uns weiter zu dem Juwel der slowenischen Küste. In Slowenien sonnt man sich anders. Breite Sandstrände gibt's hier nicht. Da kleben sie halt wie die Seesterne auf den Felsplateaus und nutzen die paar Zentimeter Sand, die eben da sind. Wir treffen Peter Bossmann aus Ghana, der für sein Studium nach Slowenien kam, heiratete und hier in Piran zum Bürgermeister avancierte. Ich habe schon Heimweh. Manchmal, wenn ich hier so Schwierigkeiten habe, denke ich, ach, ich will zurück nach Afrika, in dieses einfache Leben. Denn einfach ist in Slowenien zurzeit gar nichts mehr. Das einstige Musterland ist heute ein Problemfall. Marode Banken, alte Seilschaften, Korruption. Bossmann kann das Große nicht lösen, aber im Kleinen versucht der 56-Jährige aufzuräumen. Man muss mit den Einheimischen natürlich zurechtkommen. Man muss auf sie zugehen. Die Verwaltung, die ganze Bürokratie ist total nervig. Für alles braucht man irgendeine Genehmigung. Aber wir arbeiten daran, alles zu verschlanken. Piran ist das hübsche Juwel der slowenischen Küste. In diesem kleinen Land, das zwischen den Welten lebt, das den alten Glanz beschwört und dringend frischen Wind fürs Überleben braucht. Gleich hinter Pirans Schwestergemeinde Porto Roche liegen die uralten Salinen wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. In ihren Becken spiegeln sich jahrhundertelange Tradition und der Stolz eines Landes. Ein Teil der Salinen, die einst den Reichtum der Stadt Piran begründeten, ist stillgelegt. Es gab Zeiten, in denen hier 3000 Arbeiter schufteten. Heute sind es noch 48. Sie produzieren für die Salzstreuung auf den Straßen, aber vor allem ernten sie die edle Salzblüte, deren Geschmack unvergleichlich sein soll, schwärmt Desiree. Für unseren Salz sagen die, dass sie so süßlich-salzigen Geschmack hat. Wenn man das in den Mund nimmt, ist nicht so ein angenehmes salzigen Geschmack. Wenn man das Industriesalz, das raffinierte Salz in den Mund nimmt, sagen sie, dass das so aggressiv salzig ist und auch so salzig. Piran aber setzt vor allem auf den Tourismus und auf Peter Bossmann, der sich seit seiner Wahl vor 3 Jahren ohne staatstragende Pose, dafür mit viel Charisma in das Leben und die Sorgen der Bewohner eingefädelt hat. Bossmann ist offen und beliebt und manchmal, da vergessen sie gemeinsam ganz gern, dass ihr Land gerade ums Überleben kämpft, dass sich Slowenien gigantische Sparauflagen selbst verordnet hat, um nicht der nächste Kandidat für den Rettungsschirm zu werden. Prost, Živeli! Slowenien ist der EU bereits 2004 beigetreten. Das kleine Land hat gut 40 Kilometer Küste an der Adria. Kroatien, der unmittelbare Nachbar, liegt in Sichtweite. Es gibt keinen Wettbewerb, keine Konkurrenz zwischen Kroatien und uns. Ihr Beitritt in die EU ist für Slowenien kein Problem. Wir schließen uns ja auch jetzt schon im Tourismus zusammen. Wir wissen, was wir anbieten können. Und Kroatien hat ganz andere Produkte. Doch die Gewässernutzung ist ein großes Problem. Wer darf wo wie viel fischen? Dass ihre Küste nur 46 Kilometer lang ist, ärgert besonders die, die vom Wasser leben. Marco und Judova sind auf den Nachbarn Kroatien nicht gut zu sprechen. Heute hat auch noch der Motor ihres Kutters den Geist aufgegeben. Entsprechend schlecht gelaunt sind die beiden Fischer. Kroatien hat so viel Adria und wir haben so wenig. Unser Abschnitt ist so kurz, dass jeder Slowene gerade mal einen Fuß an die Küste stellen kann. Die haben doch ohnehin schon 3/4 des Wassers oder noch mehr. Wir werden jetzt noch weniger Möglichkeiten haben, unseren Fisch zu verkaufen und die Preise werden fallen. Von der Politik erwarten die zwei nicht mehr viel.
Peter Bossmann weiß, wie groß die Bedrängnisse der Menschen des Landes sind, in dem er seinen Hafen gefunden hat. Aber Bossmann ist überzeugter Slowene und glaubt an die Kraft und die Ressourcen seines Landes. Ich denke, wir haben noch Reserven, die wir abrufen können hier in Slowenien. Wir beten, dass wir eine Lösung finden. Aber ich bin überzeugt, Slowenien wird das aus eigener Kraft schaffen. Und so steht er da, der Mann aus Ghana, und schaut auf seine Stadt. Umag in Istrien. Alle Sommer wieder empfängt der Ort mehr oder weniger geräuschlos die Touristen. Umag ist weder elegant noch extravagant, sondern leise und unauffällig. Einmal im Jahr freilich ist das anders. Springbreaker lassen es krachen. Es geht um Party, Paarung und Promille. Spring Break ist eine dieser amerikanischen Traditionen, die es nach Europa geschafft haben. Ob sie auch eine Bereicherung ist, sei dahingestellt. Junge Menschen begrüßen den Sommer und lassen sich mit vollstem Vorsatz volllaufen. Es ist eine Art Meisterschaft. Schauplatz, eine ziemlich heruntergekommene Hotelanlage. Diese Jungs sind seit 72 Stunden dabei. 10.000, vor allem Deutsche und Österreicher, sind angeblich nach Umag gekommen. Warum? Ich weiß es nicht, habe ich mich auch schon ausgefragt. Sehenswürdigkeiten, Kultur, Pyramiden. Nur Fighting hier. Begutachtet das schöne Kroatien. Das bekommst du zu Hause niemals, niemals. Und genau deswegen fahren wir Spring Break, genau deshalb. Das Wetter meinte es nicht so gut, aber da gibt es ja diese Medizin, die das alles völlig egal sein lässt. Doch Umag ist nicht Woodstock, hier geht es nicht um Weltveränderung. Es ist ein großes Geschäft mit dem großen Durst. Didi Tunkel aus Wien hat es aufgebaut, der deutsche Tourismus-Titan TUI hat es ihm für teures Geld abgekauft, aus gutem Grund. Ja, also genaue Renditen darf ich schon aus Konzernpolitik nicht nennen, aber wir erwirtschaften halt überdurchschnittliche Renditen, die in der Touristik allgemein nicht üblich sind. Auch das traditionsreiche Oktoberfest wird gefeiert, obwohl der Oktober noch weit ist und München fern. Aber was soll's, und das erinnert dann doch wieder ans geheiligte bayerische Original. Gibt es einen besseren Grund, schon morgens auf Druckbetankungsmodus zu schalten? Vor allem das grüne Istrien, wie man das Landesinnere nennt, betört mit seiner hügeligen Landschaft und traumhaft schönen Dörfern wie Grosignan. Natürlich waren die Venezianer hier, die Toskana, wie sie früher einmal war, so haben Schwärmer Istrien getauft. Auch hier prägen Olivenhaine und Weinberge die Landschaft. Vortreffliches gedeiht auf dem Weingut Koslovic. Es ist eine Top-Adresse für Liebhaber kroatischen Weines und für Kenner. Gianfranco Koslovic hat 35 Hektar Weinberge. Vor allem mit seinem weißen Malvasia hat er es zu Ruhm gebracht. Doch zufrieden ist er deshalb noch lange nicht. Es gibt noch viel zu tun. Jedes noch so kleine Detail beeinflusst die Qualität. Darum müssen wir weiter probieren, auslutschen, arbeiten, damit die Resultate noch besser werden. Das ist meine Mission. Und ich glaube nicht, dass diese Arbeit jemals ein Ende findet. Jedes Jahr verkauft der Winzer seine gesamte Produktion, 200.000 Flaschen. Weinprobe mit Spezialitäten aus Istrien. Die Region hat Potenzial nach oben, so Koslovic. Sie entwickle sich in die richtige Richtung zum Reiseziel für Feinschmecker. Sie strotzen nur so vor Gesundheit, Kraft und Lebensfreude. Milorad Kukic zeigt uns stolz seine Boschkarin-Rinder. Es sind wahre Prachtexemplare, die sich da im grünen Grase tummeln. Sie haben viel Auslauf und gedeihen vorzüglich draußen in der Natur.
Sie leben wie wilde Tiere. Sie essen hauptsächlich Gras und Kräuter, wie Rehe. Früher waren diese Rinder Arbeitstiere. Irgendwann machte der Fortschritt sie überflüssig. Sie drohten auszusterben. Doch dann entdeckte man, dass die Rindsviecher zur Delikatesse taugen. Also wurden sie weitergezüchtet. Milorad Kukic liebt seine 25 Rinder. Jedes hat einen Namen. Selber eines meiner Boschkarin-Rinder schlachten, das bringe ich nicht übers Herz. Ich kann es nicht. Den Kindern geht es genauso, sie essen sie nicht. Denn für sie sind sie wie Haustiere. Wenn du denen das Fleisch vorsetzt, dann werden sie sagen, aber das war doch unser Leo oder Gabarin oder Boschko. Die wollen es nicht essen. Also schlachten und essen sie die Tiere halt nicht. Dass das am Ende andere tun, damit kann Milorad Kukic leben. Es ist schließlich ihre Bestimmung und sein Geschäft. Es fehlen nur die Kanäle und die Gondolieri. Fast wähnt man sich in Venedig. Rovin in Istrien, wieder so eine Perle an der Adria, wieder so ein Ziel Sehnsüchtiger, noch so eine Geldmaschine. Hier sind wir verabredet, hier endet unsere Reise entlang der Adria. Kunstsinnig ist man hier oder gibt vor, es zu sein. Das Städtchen ist voll von kleinen Läden, die Kunst verkaufen oder das, was manche dafür halten. Kitsch lässt Kassen klingeln. Lara Buric hat Kunst studiert. Einen sicheren Job kriegt man damit nicht in Kroatien. Also hat sie eine Boutique aufgemacht. Sie näht Taschen und Beutel, die sie mit Motiven veredelt. Ihr Mann ist aus Finnland, wo sie gemeinsam die langen Winter verbringen. Die Länder sind völlig unterschiedlich, schwer zu vergleichen. Finnland ist uns 20 Jahre voraus. Hier nehmen wir die Dinge nicht so ernst. Wir sehen alles entspannter. Deshalb haben wir hier den Laden eröffnet. Es ist schön, in beiden Ländern zu leben. Rovin ist vom Tourismus abhängig. Von Mai bis Ende September genießt die Weltenwanderin Lara Buric das leichte Sommerleben in ihrem Heimatland, das mittlerweile im europäischen Club angekommen ist. Korruption ist immer noch ein großes Problem in Kroatien. Es ist schwer, das zu ändern, da viele dieses Übel für normal halten. Aber wir haben schon einige Fortschritte gemacht und arbeiten weiter daran. Es kann nicht sein, dass der Ehrliche der Dumme ist. Die Adria betört und fasziniert. Und sie hat weit mehr zu bieten als Sommer, Sonne und Strand. Es ist eine Region zwischen Tradition und Aufbruch, zwischen Geschichte und Wandel. Ein Sehnsuchtsort. So jedenfalls haben wir die Adria erlebt.